Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid alle ins neue Jahr gut reingerutscht. Habt das Jahr gut angefangen. Ich wollte gerade die Peugeot reinholen, für dran weiterzuarbeiten. Die, wo das Öl ganz hochgelaufen ist. Und da ist mir jetzt eine Idee gekommen. Und ich würde gerne im Sommer was machen. Und zwar eine Tour. Genau, mit Camping. Und natürlich will ich das jetzt allein machen. Ich will das mit meinen Freunden machen. Ich will, dass die jetzt nicht am Telefon erzählen, weil da sagt ja, oh, kein Bock oder so. Das heißt, ich rufe die jetzt an und sage, komm bitte vorbei, wir müssen was besprechen. Ne? Da sind wir mal gespannt, was passiert. Unser erster Anrufer ist der Marcel. Achtung, Marcel. Ja, servus. Servus, was machst du denn? Ich bin in der Werkstatt. Hast du vielleicht kurz Lust, 5 bis 10 Minuten bei mich zu kommen? Ja, klar, kann ich machen. Alles klar, ist der Tobi bei dir? Ja, der ist auch bei mir. Gehen wir nochmal gerade. Ja. Tobi, für dich. Ja. Servus, Tobi. Servus. Ich bin gerade live auf Kamera. Okay. Hast du vielleicht Lust, 10 Minuten bei mir in die Werkstatt zu kommen? Ich muss was besprechen mit dir. Okay, wichtig. Ja, jetzt nicht so, aber wäre schon cool, wenn du kommen könntest. Ich denke mal, ich bin 10 Minuten fertig, schon bin ich durch. Ich versuche doch gerade noch was. Ehre, Mann. Ey, danke dir. Bis später, ne? Ja, bis gleich. Tschüss. Hat geklappt. Also, ich bin gespannt, was du von meiner Idee halte. Und ja, dann gucken wir mal. Jetzt stelle ich die Kamera drauf und dann lauere ich und warte, bis sie kommen. Ich muss zwar eine Haube rausschneiden, aber ich bin gespannt, was die Männer. Also uns sind minus 3 Grad. Also falls ihr auch so kalt habt, Mütze gibt's im Shop, Pulli gibt's im Shop. Wir sehen uns. Es ist soweit, ich habe einen Tobi sehr undichter Auspuff gehört, ich verstecke mich jetzt kurz. Hallo? Hallo? Vielleicht ist er drin. Ha! Achtung, die Kamera ist an. So, Achtung. Jetzt überfalle ich euch. Ja, ihr steht beide richtig, genau richtig. Jetzt ist in die Mitte. Servus. Also, Freunde, ich habe eine Idee. Und zwar, wir fahren in Urlaub mit der Rollers. Wohin? Schwarzwald. Genau. Sicher, die sind voller Freude, muss man jetzt schon hier sagen. Über 30, Alter. Ja, wir sind über 30. Also Marcel, der ist junge. Ich bin jung, ich mach das. Der kann mit der Booster fahren. N20. So. Ne, Idee, was ich mir jetzt überlegt habe, wir fahren in den Schwarzwald mit einer Roller. Und wir zelten dort. Und jetzt kommt noch eine Challenge hinzu. Und zwar das Ganze, jetzt kommt's, ne? Wir kaufen uns irgendwelche Scheißroller. Haben wir genug? Scheißroller. Wir uns aus. Preis Maximum 350 Euro und maximal Invest in Ersatzteile 150 Euro. Wenn der Roller weniger kostet. Ist egal, Maximum. Kann ich dann mehr investieren in Teile? Jo, 500 Euro max. Aber mit diesem Fahrzeug fahren wir dann in Urlaub. Ja? A road trip. Ich nenne es wie bei D-Max the Grand Tour. Das ist die Grand Tour. Das wird geil. Ja, Marcel, oh, ist es scharf? Ja, jetzt ist es scharf. Oha. Marcel, ist alles geil. Tobi, komm. Jo, komm, ich habe sie überredet, jawohl. Wir gucken, wer noch mitfahrt von uns aus der Gruppe.
Vielleicht Kai, vielleicht Daniel. Kennt irgendjemand eine bequeme Roller? Ja. Ah, was ich mir noch überlegt habe. Achtung. Jetzt kommt's, Alter. Ja. Und zwar sollte man möglichst alle den gleichen Motor drin haben, damit wir Ersatzteile untereinander tauschen können. Das heißt, entweder Peugeot oder Minarelli. Jetzt die Frage, was ist besser, soll man Shitstorm machen? Ja, jetzt die Frage, was zuverlässiger, Peugeot oder Minarelli? Also ich sage von mir aus, ich habe schon meinen Kandidat ausgewählt. Richtiger Scheißhaufe, ihr habt es auch schon im Video gesehen. Dann gehen wir uns jetzt angucken zusammen. Weil ich gehe auf Minarelli. Ich als alter Peugeot-Mann gehe auf Minarelli. Ist ja egal, ob Luft oder Wasser gekühlt dann. So Not bauen wir um, ne? Ich bin Team Minarelli. Ach, Minarelli. Was machst du? Ich zieh mit. Dreimal Minarelli. Vielleicht der Erik mit der Speedfight. Vielleicht mein Bruder mit der Speedfight. Hätten wir wenig zwei, aber wir gehen mal rüber bei mein Fahrzeug, das ich mir ausgesucht habe. Und dann können wir vielleicht mal noch ein bisschen brainstormen, was wir machen und wo die Reise hingeht und wie lange das gehen soll. Aber das wird wild auf jeden Fall. Also die Leute, die im Schwarzwald wohnen, die können sich schon mal gefasst machen, dass mir eventuell Ersatzteile in Kleinanzeigen brauche. Also, ich präsentiere jetzt mein Fahrzeug der Begierde. Achtung, 3, 2, 1. Tada! Also, das ist mein Auserwählter. Du hast überall den Motor drin. Was ist echt drin? Ich würde sagen, Tobi Greff und Kratter und deine Spurstange mit an. Ja, einfach nur noch hier. So. Den Motor mit. Ach. So, habe ich vom Ehrebruder Marcel geschenkt gekriegt, Aprilia SR50 Minarelli wasserkühlt, richtig? Habe ich irgendwas falsch gesagt? Genau. Wie man sieht, fast fahrbereit und... Der Vorteil ist, du kannst 500 Euro investieren. Ja, also ich habe das Fahrzeug schon, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich gespannt, was die Jungs anschleppen. Kleinanzeigen wird klüger, auf jeden Fall. Hey, wie wär's denn, wenn man ganz neue Aprilia, die gibt's nicht mehr mit Minarelli, oder? Die neue. Dass man noch ein Aldi dabei holen. Und ganz neue, das kommt schon. Wie alt ist er? Aber die neue hat kein Minarelli. Keine Ahnung. Ja, wir fahren nicht mit Aerox, oder? Das ist auf Dauer. Weißt du, Marcel ist der Aerox, Mann. Fürs Kreuz. Nix fürs Kreuz. Nee. Also die Jungs sagen, Aerox ist unbequem für lange Fahrt. Ich bin Emo Marcel sei Aprilia gefahren, ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal in einem extra Video Bestandsaufnahme. Aktuelle Bestandsaufnahme von da Nitro, gebe ich euch gleich. Jo. So schlecht sieht es doch gar nicht aus. Wie hast du das jetzt vorgestellt? Wann soll die Dinger fertig sein? Ah, ja, deswegen will ich euch, also wir haben jetzt Januar, ne, und... Das Ding ist, ich würde gerne im Sommer fahren, so Juli, August, September vielleicht noch anfangen, irgendwo in dem Dreh, ne? Dass wir uns jetzt drum kümmern und die aber alle hier zusammen fertig machen. Also hier. Alle nebeneinander. Kann ich mal da wieder hin, ja? Nee. Also ich will, dass wir die alle zusammen fertig machen, dass wir Videos machen von unseren Schrauberabenden zu dritt oder zu viert oder so. Und dann, bin ich zwei Wochen Single. Psst. Ja, und schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr Bock drauf habt, uns hier beim Fertigmachen von unserer gut und günstig Roller zuschauen möchtet. Genau, es geht natürlich parallel noch weiter an der MBK Nitro und an meiner Speedfight. Aber ich möchte euch das nur gern mitteile, dass ich die Idee hatte und zum Glück die Jungs mitziehe. Mal gucken, wer noch mitzieht. Und eventuell können wir ja dort auch das Standort teilen. Vielleicht können wir irgendwo uns mal treffen, wenn wir unterwegs sind. Ne? Ja, die Tour filmen auch. Tobi, Tour filmen, ne? Klar. Ich bin gespannt, wer als erstes die Panne hat. Ja, nee. Hab ich Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Wir haben alle Bock drauf. Also mein Fahrzeug ist gewählt, Aprilia SR50 Minarelli Motor, ja.
Gute Idee. So, die Jungs sind schon fleißig am Suchen. Kleinanzeigen ist hier on fire. Tobi. Das ist schon ein iPhone, das geht nicht. Tobis Internet noch langsam. Aber ich sonst echt. Kiwi Kwangang. Okay. Pocket Bike. Aber ich muss dazu sagen, ich habe hier schon ein paar Aprilia-Teile gehortet. Ach, von verschiedenen Zuschauern von uns hier. Also vielen lieben Dank an die, die mir was zugeschickt haben. Hier sind auch Aprilia-Teile. Also ich sehe eine gute Chance für mich, dass ich das packe. Schön, die Farbe, geil. Ich weiß nicht, ob man auf einer Booster so bequem sitzt für ein bisschen Schwarzwald. Ich bin so groß. Ach so, wie viele Kilometer sind das von uns aus? 300? 387. Also Schwarzwald ist groß. Wir gehen jetzt ungefähr Zentrum aus, also Titisee. So, so schön, Hochschwarzwald. Ja, so, so ungefähr, ja, also ungefähr 350 Kilometer. Ne? Also fahren wir 10 Stunden. Ah, und schreibt mal bitte in die Kommentare, welches Fahrzeug ihr holen würdet für so eine Tour. Es ist auf jeden Fall, es ist jetzt kein krasse Tour in Italien oder so, aber es ist nur Anfang. Vielleicht in der Kommentare ja was dabei, was man sich kaufen kann. Oh. Ich glaube, ich habe was. Tobi hat schon ein Match. Ich finde das da eigentlich als Option, so Aldi SR. Old SR wäre natürlich geil, wenn ich die neue habe. Ja. Luftgekühlt, klar, das ist jetzt Ranzhaufe. Mal gucken, vielleicht finde ich was. Vielleicht finde ich noch was in der Nähe, was nicht so weit ist, aber ich denke, bei mir wird sowas oder halt welche, weil da bleibe ich bei Minarelli. Ja. Da, okay. Oh, guck mal, noch mehr Scheiße. Aber die da ist, glaube ich, Wasser. Ja, die ist wassergekühlt. Genau das, was ich suche. Nichts drin. Boah, ja. Nee, es muss schon ein richtiger Trümmerhaufen sein, ne? Also, was Gutes brauchen wir jetzt in der Kaffee. Wenn ich einen Trümmerhaufen gefunden habe, Flo, rufe ich dich an, da komm ich vorbei. Ja. Alles hier in Rost gehen. Nee, also das ist Ziel. Es muss auf jeden Fall der Trümmerhaufe sein, der mir ein bisschen schickimicki mache, ne? Wenn ich was finde, kommt vorbei und dann holen wir da von mir. Also beinahe was findest und dann Bescheid kommt schon im Hänger, dann holen wir es ab. Da hätte ich richtig Bock. Weil nur Schraube, nur Schraube. Ne. Next year, Gardasee. Zustand geht so. Aber bin ich gespannt, was du Marcel wählst und was du Tobi wählst. Ich denke, luftgekühlt, da muss ich kein Wasser mit haben. Oh, luftgekühlt, das ist ja auch jetzt so Glaubensfrage, ne? Ich bleib bei Wasser gekühlt. Ich sag mal, wenn wir gemütlich original fahren, dann fahrt der luftgekühlt auf Dauer mit. Wir fahren ja nicht so permanent per Schuh, ja, oder? Du bist ja ein bisschen leichter als mir. Ich wollte noch was sagen. Das Nitro-Projekt, das sind vergessen. Ehrenmann Tobi hat mir hier diesen Sitz organisiert. Sehr geil. Sehr geil. Vielen Dank, Tobias. Kein Problem. Und ich habe da so komisches Heck. Und hier das MBK-Heck. Ne? Das wird eventuell nicht Verwendung finden, aber mal gucken. Das wird auf jeden Fall sehr geil, das da. Also, das ist ein Truckers hier. Ey, Freunde, der Marcel ruft die erste Roller schon an. Servus. Wenn es bei dir passen wird, würde man heute auch noch vorbeikommen. Können wir von mir aus auch gerne so, Mario. Dann komme ich der Anna die Dare dann abholen. Oh, wow. Weißt du, ob das noch was wird heute? Ich bin jetzt im Team DSSC. Oh je. Tobi, denke ich, das gibt halt noch was mit Marcel 7. Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin jetzt im Team DSSC. Ich bin drin. Wie gesagt, ich kläre es auch und dann schreibe ich dir gleich, da ruf ich dir einfach nochmal an. Alles klar. Jo, ciao. Heute klappt bei ihm leider nicht mehr, aber moin. Moin, ja? Ja. Okay, das heißt, moin gehen wir das erste Fahrzeug für die Tour noch abholen. Brauche ich doch mich. Eventuell, weil ich habe moin vielleicht auch was zu tun. Aha. Vielleicht finde ich ja auch noch was und dann fahre ich in der anderen Richtung. Nee, mal gucken. Okay, also es bleibt spannend in der nächsten Episode von The Grand Tour. Sina, wie man Marcel sein Scheißhaufen abholen. Wir sind ja The Grand Tour. Also. So, alles klar, haut eure Idee, was wir machen sollen oder was das sehen wollen in die Kommentare. Wir sehen uns, bis die Tage, alle, ciao.